Hallo YouTube! Hast du auch manchmal das Gefühl, in manchen Situationen nicht ganz du selbst zu sein und nur eine Rolle zu spielen? Es ist fast so, als wäre das Leben eine Bühne und wir setzen in jeder Situation eine unterschiedliche Maske auf. Aber wer sind wir eigentlich? Täglich nehmen wir unzählige Rollen ein und wechseln vom liebevollen Partner zum wütenden Autofahrer und zum Fußgänger, der die anderen noch nicht einmal grüßt. Sind wir also die Mischung unserer Rollen? Sind wir das, was andere von uns erwarten? Eine amerikanische Familie macht hierzu gerade einen interessanten Versuch. Sie probieren, ihr Kind Zuma, jetzt ungefähr 4 Jahre alt, vollkommen geschlechtsneutral zu erziehen. Also ohne Festlegung auf Junge oder Mädchen in Farben, Namen, Ansprachen und nennen ihr Kind noch nicht einmal Boy oder Girl, sondern Baby. Schaffen wir es also, uns vollkommen zu befreien von den Erwartungen anderer und dadurch vollkommen wir selbst zu werden? Wir reden heute über Identität. Ihr seid hier richtig auf Smartwerts. Um die letzte Jahrhundertwende sagte der amerikanische Soziologe George Herbert Mead, wir müssen andere sein, um wir selbst werden zu können. In seinem Buch Mind, Self and Society entwickelt George Herbert Mead die Theorie des symbolischen Interaktionismus. Mead sagt, dass menschliche Interaktion immer symbolisch vermittelt stattfindet. Mit symbolisch ist jetzt nicht der Code der Matrix gemeint, sondern alle Symbole, die uns Kommunikation ermöglichen, etwa die Sprache, Zeichen, Gesten und Piktogramme oder auch Schriften. Wenn wir all dies aus unserer Interaktion herausdenken, bleibt nicht mehr viel übrig für menschliche Interaktion. Wir Menschen unterscheiden uns also von den Tieren dadurch, dass wir symbolisch interagieren können. Dass all unsere Handlungen durch die sprachlich-symbolische Kommunikation vermittelt wird. Dabei läuft Kommunikation nicht rein zufällig ab, sondern organisiert sich in Strukturen, die er soziale Rolle nennt. Eine soziale Rolle ist, einfach gesagt, eine Sammlung von situationsspezifischen Handlungsoptionen, die ein Mensch hat. So verfügst du zum Beispiel in deiner Rolle als vielleicht Schüler über mehrere Handlungsoptionen des Aufzeigens, wenn du etwas sagen willst, oder des Spickens und Abschreibens. Etwas, was du in deiner Rolle als Kind zu Hause in der Familie niemals tun würdest. Aber es wäre zu einfach, wenn wir nur aus Rollen bestünden. Lass uns doch Folgendes machen. Wir machen eine interaktive Sendung hieraus. Pausiere doch mal die Sendung hier für ca. 30 Sekunden, schnapp dir ein Blatt Papier und notiere auf eine Seite alle Rollen, die du in der letzten Zeit einnehmen konntest. Diese Frage ist durchaus auch so im mündlichen Abitur denkbar. Gib einmal Beispiele für die Rollen, die du tagtäglich einnehmen kannst. Also, viel Erfolg! Spitze, du bist wieder da. Das heißt, entweder bist du fertig, oder hast einfach nur so auf Play gedrückt, was auch potenziell völlig in Ordnung ist. Dein Blatt sollte nun ungefähr so aussehen und fasst alle Rollen zusammen, die du so einzunehmen in der Lage bist. Du wirst sehen, gleich macht alles einen Sinn. Nimm dir bitte noch einmal 30 Sekunden Zeit und schreibe auf die Rückseite des Blattes die Eigenschaften, die du dir ganz persönlich zuschreiben würdest. Wie sieht es in deinem Inneren aus? Dinge, von denen nur du weißt, dass du sie wirklich bist, etwa sensibel, zartfühlend, hochintelligent. 30 Sekunden, viel Spaß! Fertig! Du hast also auf beiden Seiten des Papiers etwas stehen. Und du merkst schon, das Papier ist ziemlich lapprig und wabbelig und kann kaum seine Form halten. Genau wie es die menschliche Psyche tun würde, wenn sie nur aus diesen zwei Elementen bestünde. Nämlich Rollen, die du einnimmst, und deinem inneren Kern. Mead sagt deshalb, dass die menschliche Psyche aus 3 Teilen besteht. Das bist du, zumindest dem Modell Meads folgend. Du bestehst aus dem Mi, den Rollen, die du einnimmst, dem I, deinem Inneren, deiner Spontaneität, Kreativität, Impulsivität und deinem Self. Das Self ist das, was wir Identität nennen würden. Außerdem entwickelt es sich immer dynamisch weiter. Und du siehst in unserem Beispiel, dass es erst das Self ist, das unserer Psyche wirklich Stabilität verleiht. Mead führt aus, dass das Self, also die Verbindung der beiden Elemente des Me und des I, dynamisch ist, sich also immer weiter entwickelt. Denn nicht nur
Individuen stehen im Austausch miteinander, sondern auch die Bestandteile der Identität zueinander. So ein bisschen erinnert das ja an Freuds Instanzmodell. Es, ich und über ich. Wobei das Es dann was entsprechen würde? Wie also läuft soziale Interaktion jetzt ab? Tatsächlich ist es wie ein Ping-Pong-Spiel zwischen dir und dem anderen, zwischen dem Alter und dem Ego. Ständig nimmst du die Rolle des anderen mit ein, überlegst, was er wohl sagen könnte. Genau das macht dein Gegenüber auch, um euch auf ihn und die Erwartungen, die er an euch stellt, einzustellen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und muss gelernt werden. Mead gibt gleich zwei Entwicklungsphasen an, in denen ein Kind lernt, sein Me auszubauen, seine Persönlichkeit zu bauen und dieses Role-Taking, Role-Making anzuwenden. Es ist einerseits das Play, das kindliche Rollenspiel. Im kindlichen Rollenspiel erkennt sich das Kind langsam als soziales Objekt und übt die Rollenübernahme seiner Bezugsperson, seiner nahen Bezugsperson. In den häufigsten Fällen ist das die Mutter oder der Vater oder die Freunde oder vielleicht auch ein Hund und spielt etwa Vater, Mutter, Kind oder Verkaufen. Hierbei übt das Kind die Rollenübernahme dieser einen Person. Mead spricht vom signifikanten Anderen. Im kindlichen Rollenspiel nimmt das Kind immer nur eine Rolle zur gleichen Zeit ein und übt diese. Demgegenüber steht das Game, der Wettkampf. Stell dir vor, du spielst Fußball und willst ein Tor schießen. Das geht nicht einfach so. Du musst ja durchaus überlegen, wie sich die gegnerischen Spieler alle verhalten. Und da reicht es nicht aus, sich immer nur in die Position einer Person hineinzuversetzen. Mit dem Wettkampf ist das Kind zunehmend in der Lage, sich in die Position mehrerer anderer hineinzuversetzen, deren Verhalten zu antizipieren. Und kann so selbst sein Verhalten daraufhin abstimmen. Jetzt könnte man noch ganz viel reden über Rollenkonflikte, über Krapmanns Erweiterung von Meads Theorie. Ich mache hier Schluss, weil meine Videos immer zu lang sind. Und komme zum Fazit. Die Theorie des symbolischen Interaktionismus ist eine bis heute anerkannte Theorie der Sozialisation. Sie hat einige Erweiterungen erfahren, wie zum Beispiel die von Krapmann, wird aber so immer noch beibehalten. Was nehmen wir Pädagogen denn daraus mit? Immerhin behandeln wir das Thema im Pädagogikunterricht. Als Pädagogen kann man ja durchaus daran arbeiten, die Kinder darin zu unterstützen, Rollen zu bilden, die Fähigkeit zur Empathie zu schulen. Das geht einerseits durch das Zurverfügungstellen von Materialien, etwa Puppen oder was weiß ich, aber vor allem durch aktive Empathieschulung. So ist es durchaus legitim, mit seinem Kind immer mal wieder zu besprechen, warum sich eine Person wie verhält. Hierdurch regt man Perspektivübernahme an. Außerdem sollte man Kindern immer genügend Möglichkeiten des Play und Game geben und dem Kind nicht etwa verbieten, mit Puppen zu spielen, weil es ein Junge ist oder Fußball zu spielen, weil es ein Mädchen ist. Und schon kommen wir wieder zurück zu Zuma, unserem Kind vom Anfang. Letztendlich sollten Eltern darauf verzichten, ihre Kinder in Rollenschemata zu pressen, in die es vielleicht nicht hinein möchte. Denn einen richtigen Grund dafür, warum nur Mädchen mit Puppen spielen sollten, gibt es ja nicht. Letztendlich bleibt ja immer noch die Abiturprüfung im Hintergrund und hier sehe ich vor allem zwei schöne Verbindungen. Ich habe gerade schon skizziert, dass es Parallelen zu Freud gibt. Die Theorie Meads bietet aber generelle Möglichkeiten, sich Sozialisation anzuschauen. Das wäre etwa möglich in der Erziehung im Dritten Reich. Oder etwa die Frage, inwieweit unser heutiges Schulsystem die Sozialisation im Meadschen Sinne unterstützt. So, falls du Fragen hast, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, jeden Like und jedes Abo. Bis bald. Tschüss.